Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs von Wien nach Graz. Wir transportieren Getränke von Euro Goodies zum Abnehmer Postpet. Ja, also ich konnte ja letztes Mal nicht zu Ende reden. Ja, also das hier in der Blütezeit, in der Anfangszeit des ETS 2 hatte er Haufen Bugs. Ich habe die Zeit nicht miterlebt, denn ich besitze dieses Spiel erst seit Februar und das ist schon sehr alt, das Spiel hier. Ja, so alt auch noch nicht, aber älter als der Kauftag. Also älter als der. Es ist nicht aus diesem Jahr. Ich glaube, es ist auch nicht aus dem Jahr 2016. Ich glaube, es ist aus dem Jahr 2015 oder 2000 oder doch 2016. Ich weiß es nicht. Darüber bin ich mir nicht bewusst. Aber jedes Spiel hat seine Macken und da kann man sich auch denken. Am Anfang hatte dieses Spiel auch mit vielen Bugs zu kämpfen. Zum Beispiel dem da. Der sich jetzt nicht entscheiden, der Autofahrer, der sich nicht entscheiden konnte, ob er das Licht an- oder ausmacht. Ich weiß nicht, darf ich so schnell fahren? Nö. Kontrolliert's wer? Nö. Darf ich die Autos überholen? Ja! Oh, der will rennen? Keine Ahnung! Verdammt, überholt mich! Nee, jetzt bin ich am... Jetzt hab ich's geschafft. Hab den Opel überholt. Oh, was ein Audi. Was weiß ich. Vielleicht war es auch ein Fiat. Und den Evigo. Und es fängt an zu regnen. Scheiße, falsche Taste. Verdammt! Jetzt, ja. Was für ein Sauwetter. Ich wollte doch die Landschaft genießen. Oh, oh nein, die Witter. Das gibt's doch nicht, ey. Ja. Da ist schon die Abfahrt, da.
wenn wir in Graz angekommen sind, dann machen wir hier Schluss. Denn ich muss ja noch den letzten Test aufnehmen. Dann sehen wir schon Graz. Jetzt ja, die ganzen Getränke haben sich hinten in den Anhänger verkrümelt. Erster Aufenthalt in Graz. Und ich bin auf der falschen Spur. Gleich einen Fehler gemacht. Nö, ich muss jetzt weiterfahren. Das war jetzt ein Fehler. Muss ich das Navi neu einstellen? Ach, sowieso nicht so schlimm. Ich wollte mich denn lang führen, ne? Es hätte doch lang gedauert. Hier. Zum Glück war ich einmal wieder unaufmerksam. Doch meine Unaufmerksamkeit ist manchmal nicht von Brillanz. Also manchmal ist es auch dumm, was ich mache. So, lässt sich die Kurve genommen. So, Tempo einhalten. Spur wechseln. Und in den Kreisverkehr einfahren. Und du wartest. Schön rausfahren. Jetzt hier einbiegen. Und dann haben wir es geschafft. Die Zeit haben wir noch übrig. Nicht mehr so viel. Ist mir auch egal. Und dann hier rum. Und dann wieder aufpassen. Da können wir einparken. Jetzt zeige ich meine Parkkünste wieder. Ach Mist, das war jetzt nicht so gut. Mal ein bisschen besser. Wenn ich ETS 2 spiele und nicht aufnehme, ja, dann wisst ihr, was ich natürlich mache. Einparkübungen. Scheiße. Jetzt total verpatzt. Jetzt muss ich mal gerade rein. Ich will mal hier gerade reinfahren. So. Ja, geschafft. Erster Gang rein. Scheibenwischer. Aus. Und Motor aus. Und dann gucken. Gute Arbeit. Kacke. So dumm wie ich bin, habe ich natürlich mehr Punkte abzugeholt. Naja, das soll es gewesen sein von dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut und auf Wiedersehen.